Totenmesse für den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl in der Berliner St. Hedwigskathedrale. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Norbert Lammert nehmen zahlreiche Bundesminister und Abgeordnete aus allen Fraktionen Abschied von Helmut Kohl. Unionsfraktionschef Volker Kauder würdigt Helmut Kohl als großen Europäer und deutschen Patrioten. Helmut Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Ockersheim gestorben. Er wird am Samstag, den 1. Juli, mit einem europäischen Trauerakt in Straßburg geehrt und dann nach Speyer überführt. Auf Wunsch der Witwe wird es keinen zusätzlichen nationalen Staatsakt geben.